Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich bin momentan auf einer Radreise durch Finnland und befinde mich gerade in den Schären bei Turku und setze jetzt von der Insel Torsholma nach Åland über. Und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. Aufnahmedatum für dieses Video ist der 13. Juli 2023. Wie ich gestern schon vermutet habe, hat es sich über Nacht zugezogen. Und es wird gleich regnen. Ich hoffe, dass es sich noch eine halbe Stunde Zeit lässt, bis ich auf der Fähre bin. Zum Glück gibt es hier einen Wendsaal. Das scheint schwedisch zu sein, weil man es einigermaßen versteht. Wartesaal. Und denn die Fähren haben ab und zu mal Verspätung. So, da kommt die Fähre. Ein bisschen spät, aber sie kommt. Die kommen alle rückwärts daraus. Das dauert natürlich. Ich hoffe, es fängt nicht noch an zu regnen. Jetzt hat es angefangen zu regnen, gerade als wir abgelegt haben, habe ich also mal wieder richtig Glück gehabt. Da unten steht mein Fahrrad, leider nicht überdacht, aber es hat jetzt auch aufgehört zu regnen. Ich hoffe, dass der Regen dann auch durchgezogen ist, wenn wir anlegen. Inzwischen ist es 9.15 Uhr und das Schiff soll um 10.15 Uhr im Hafen ankommen, aber jetzt machen wir einen Zwischenstopp. Inzwischen ist es 20 nach 10. Wir müssen eigentlich gleich anlegen. Und jetzt kommt auch die Sonne raus. Wir sind tatsächlich durch den Regen durchgefahren. Inzwischen ist es 20 vor 11. Wir legen an und müssen noch eine Kurve fahren. Und dann geht es runter vom Schiff. Und er musste noch mal drehen. Wir legen mit dem Heck an. Ja, jetzt bin ich auf den Aulands. Das ist das Schiff, mit dem ich gekommen bin. Es war eine sehr angenehme Überfahrt, habe ganz viele nette Leute getroffen, denen ich meine Lebensgeschichte erzählen konnte. Und jetzt geht es weiter Richtung Mariehamn. Ja, jetzt bin ich auf den Ålandinseln, da wollte ich immer schon mal hin. Aber es hat nie geklappt bisher, aber jetzt bin ich da. Wenn das immer so wäre, dass man unter der Schlechtwetterfront mit dem Schiff durchfahren könnte, das wäre toll. Hier ist die Straße noch teilweise nass, aber im Moment der Himmel recht blau, mit ein paar kleinen Schönwetterwolken. Mal sehen, ob das so bleibt. Ja, wie gesagt, ich hatte da sehr nette Begegnungen. Da ein paar aus Hessen, die habe ich gestern schon auf dem Campingplatz getroffen. Die hatten sich von ihrem Campingplatz aus ein Paddelboot gemietet und waren rübergekommen. Und hatten sich dann heute auch entschieden, diese Fähre zu nehmen. Dann habe ich noch zwei junge Männer aus Finnland getroffen, die mit mir auf dem Campingplatz waren. Sich auch mit mir unterhalten und dann noch eine nette junge Dame aus Helsinki, die mit ihrem Cyclecross-Rad hier eine Woche unterwegs ist, alleine. Es war sehr interessant und die Zeit ist umgegangen wie im Flug. Die Ålands gehören ja zu Finnland, aber es ist, glaube ich, eine autonome Region. Die meisten Leute sprechen hier Schwedisch, soweit ich es verstanden habe. Die beiden jungen Männer da vorhin, die sprachen auch Schwedisch. Ich weiß nicht, ob die jetzt Schwedisch oder Finnisch sprechen oder einfach Mu. Das ist auf jeden Fall auch ein Teil von einem Meeresarm, den ich gleich noch überqueren werde. Ja, ich finde, hier sieht es einfach klasse aus mit diesen Felsen, die hier einfach herausragen. Mit schönen Bäumen. Ja, anscheinend machen die hier die Straßen rot. Die beiden jungen Männer meinten, das wäre in Schweden überall so. Mal sehen. So, jetzt komme ich hier an den Damm über diesen Meeresarm. Ja, traumhaft hier. Ein Glück, dass die Sonne wieder scheint. Das müsste jetzt schon die eine der beiden Kirchen von Vardö sein. Das ist der nächste Ort nach dem Anleger. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich ihn jetzt schon so schnell erreiche. Eine sehr interessante Kuppel haben die da oben auf dem Turm. Ich will jetzt nach Mariehamn. Das ist der Hauptort der Insel und der ist 40 Kilometer entfernt. Und ich glaube, alle Straßen führen dahin. Es ist wahrscheinlich nicht viel zu navigieren. Und hier jetzt nochmal die Kirche von der anderen Seite, das Dach. Das
Sieht aus, als wäre es mit Holzschindeln gemacht. Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, da gestern auf dem Campingplatz zu bleiben, denn da an den Fernleger, da hätte ich mich nirgendwo hinstellen können. Das war nicht so ideal. Und ja, da habe ich gestern noch Thai-Essen bekommen. Da hatte so eine Thailänderin so einen Verkaufswagen stehen. Und ja, da habe ich einen sehr angenehmen Abend verbracht. Und ich habe ja Glück gehabt, dass ich heute Morgen die ganze Strecke im Trockenen bis zur Fähre gefahren bin, die 10 Kilometer. Es ist gar nicht so viel Wald bisher, mehr so landwirtschaftliche Fläche. Das ist sehr schön. Ein bisschen abwechslungsreicher. Sieht so aus, als würden hier sogar Äpfel wachsen. Eine Obstplantage hier. Habe ich mich doch gerade gewundert, warum mir so eine Autokolonne entgegenkam. Habe ich nochmal auf die Karte geguckt und gesehen, dass ich noch eine Fähre nehmen muss. Das ist ein kleinerer Abschnitt, der da überquert werden muss. Und ich hoffe, dass die dann regelmäßig hin und her fährt. Ich glaube, das ist jetzt die erste Brücke des Tages. Auf den Dämmen waren zwar auch welche. Die sind nicht immer durchgängig. Die erste, wo man so richtig schön aufs Wasser schauen kann. So, jetzt habe ich mal angehalten, damit ihr nicht nur Geländer seht. Ja, wunderschön hier. Ich bin so froh, dass ich über Finnland und die Orlands jetzt fahre. Das hätte mir doch leid getan, wenn ich das nicht gesehen hätte. Ja, auch auf den Orlands ist es hügelig, aber nicht ganz so steil wie auf den Schären in Finnland. Oh, da kommt wieder eine Autokolonne, also Fähre scheint regelmäßig zu fahren. So, da kam gerade ein Warnschild, dass man ins Hafenbecken fahren kann, wenn man geradeaus fährt, wenn die Fähre nicht da ist. Muss man also aufpassen. Oh, da ist was, ich habe was gesehen. Schnell hin. Schade, die falsche. Aber die andere kommt, glaube ich, auch gerade rüber. Es ist inzwischen 11:45 und jetzt kommt die Fähre rüber. Ja, das ging schnell. Jetzt lasse ich allerdings erstmal die ganzen Autos vorfahren, damit die mich nicht überholen müssen. Willkommen in Sund. Ja, auch hier ist die Straße teils nass. Also ordentlich geschüttet haben heute Nacht oder heute Morgen. Wenn man so Fähren auf der Strecke hat, das ist ziemlich gut. Da hat man sehr lange Ruhe vorm Verkehr. Dann kommen die einmal im Pulk, dann kann man an die Seite fahren, die vorbeilassen. Und dann ist wieder eine Weile lang Ruhe. Jetzt kommt eine Brücke und da geht es auf den Radweg. Ich sehe hier gerade Mauerreste. Das muss mal eine Festung gewesen sein. Bormasunds Festning. Er scheint touristisch erschlossen zu sein. Ich meine, ich hätte eben ein Gebäude gesehen, kann jetzt aber auch nur die Information sein. Aber ich hätte jetzt auch Lust, mal eine Pause zu machen. So eine ganze Morgenpause mache ich vielleicht so einen Kaffee. Aber es ist sehr viel los. Ja, da war es zu voll, da gab es zwar einen Kaffee, aber wollte ich nicht riskieren, da mich jetzt hinzusetzen. Ich habe neulich, als ich auf die Fähre gewartet habe, 1,5 Stunden auf mein Essen warten müssen. Weil die waren nur zu zweit und einen in der Küche, einen in der Bedienung. Die in der Küche musste alle Bestellungen abarbeiten und das hat gedauert. Es war überhaupt nicht schlimm, weil ich, wie gesagt, auf die Fähre gewartet habe. Aber hier wird mich das jetzt stören. Ja, zum Glück gab es gestern auf dem Campingplatz noch eine Küche. Und da gab es Strom, eine Steckdose. Und da konnte ich zum Glück meine Batterien aufladen, alle. Da habe ich jetzt ein Problem weniger. Ja, jetzt geht es hier auf den Fahrradweg. Da kann die nächste Fährenkolonne kommen. 900 Meter kommt eine Tankstelle.
Da können wir ein bisschen knallen. Nehmen wir die Kaffee haben. Anders müssen wir jetzt links abbiegen. Oder kommt die versprochene Tankstelle? Ich dachte schon, ich wäre dran vorbeigefahren, ohne es zu merken. Liegt so weit draußen. Zapfsäule ist hier allerdings nichts zu sehen. Mal sehen. Ja, bei Knallen konnte man ganz gut essen. Und Kaffee gab es kostenlos dazu. Das war sehr schön. Jetzt weiß ich nicht, wie ich mit dem vollen Magen den Berg hier hochkommen soll. Jetzt geht es nochmal über eine Brücke. Tolle Aussicht. Da vorne irgendwie in den Tunnel. Der ist nicht lang, aber ich fürchte, Fahrradfahrer müssen hier rechts über den Berg. Jetzt ist es mit dem Fahren an der Hauptstraße erstmal vorbei. Jetzt geht es an so Parallelstraßen entlang. Die gehen dann auch durch Orte. Mal schauen, ob ich das finde. Das hier ist Godby. Und das ist das Ortszentrum von Godby. Da bin ich jetzt schon durch. Konnte ich aber nicht filmen, weil es im Gegenlicht lag. War eigentlich auch nichts zu filmen. Ich fahre jetzt hier parallel zur Hauptstraße auf eine Nebenstraße. Ich denke, das ist die alte Straße, die die Orte verbunden hat. Und jetzt muss ich mir mal gerade hier diesen wunderschönen Ausblick anschauen. Da bin ich gerade noch an der Windmühle vorbeigefahren. Die sehen ganz ähnlich aus wie die in Estland. Nur, dass die meistens noch ein Steinfundament hatten. Da drüben ist jetzt die Hauptstraße, das ist die Straße Nummer 4 und es geht direkt nach Süden. Also müsste es jetzt theoretisch die ganze Zeit bergab gehen, weil es geht ja die Erdkugel runter bis zum Südpol. Aber das hat ja fast Mittelgebirgscharakter hier. Das habe ich ja gar nicht erwartet. In meinen Träumen war die ganze Strecke flach. Und wieder mal eine Kirche. Wir kommen jetzt immer näher an Mariehamn, aber es ist noch so ein Stück, so 7-8 Kilometer werden es noch sein. Und das ist inzwischen 2:30. Ich bin jetzt fast in Mariehamn und für mich endet jetzt die Radreise hier, weil ich habe meinem Captain gesagt, er soll mich hier abholen. Jetzt geht's mit meiner Yacht weiter. Es ist aber nur mein kleineres Schiff. Weil das kann man hier besser durch die Schären navigieren als meine große Yacht. Das ist der Yachthafen von Mariehamn. Eigentlich müsste es hier auch noch so eine Art Altstadt oder sowas geben. Anscheinend nicht zum Wasser hin, da muss ich mal gucken. So, ich glaube, ich habe die Fußgängerzone gefunden. Ist auch Eis zu kaufen. Alles mehr so modernere Gebäude hier. Das ist Nikolai Sitkov. Ich konnte jetzt aus dem, was unten unter ihm auf dem Sockel steht, nicht herausfinden, was er getan hat oder wofür er berühmt war. Jedenfalls das Gebäude, da steht auch Sitkov dran. Vielleicht war das mal ein Theater. Ich habe keine Ahnung. Aber hier sieht es jetzt ganz puschelig aus, so wie ich es mir vorgestellt habe. Ich hätte wohl Lust auf einen Kaffee und einen Apfelkaka. So, ich habe jetzt beschlossen, ich fahre erstmal zum Campingplatz. Ich bin so müde. Ich bin morgens um 5:30 aufgewacht, um die Fähre noch rechtzeitig zu erwischen. Oh, ich bin am Campingplatz angekommen. Jetzt muss ich mich nur anmelden. Der Campingplatz ist mir sympathisch. So, da haben wir schon die Zeltwiese. Mal gucken, ob ich die netten jungen Herren von heute Morgen wieder treffen kann. Die wollten auch hier hin. Gibt auf jeden Fall eine große Badestelle. Ich weiß nicht, ob die nur zum Campingplatz gehört. Aber ich sehe sie jetzt nicht.
Es ist auch schwierig, hier einen geraden Platz zu finden. Nach langer, langer Suche habe ich jetzt endlich einen Platz gefunden, der einigermaßen eben ist und nicht zu nah an anderen Zelten. Und da unten ist die Badestelle und da ist das Waschhaus. Ich bin nochmal zu Fuß losgegangen und befinde mich gerade am Yachthafen. Gehe jetzt gleich nochmal in die Stadt. Ich bin jetzt eben nochmal in die Stadt gegangen, habe da aber auch nicht mehr entdeckt, als ich vorhin schon gefilmt hatte. Deswegen bin ich hier im Hafen noch essen gegangen. Und morgen geht es dann weiter auf den Orleans. Und wenn du wissen willst, was ich da dann alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!